Rahmen und alle Teile mit Tune-Up Sports Intensivreiniger einsprühen und mindestens... Was macht er? Ja, das... Ich muss jetzt das Passwort eingeben, muss die Kamera ausmachen. Moin! Oft wurde ich gefragt, wie putzt man eigentlich ein Fahrrad? Und ich sage dann immer, naja, meine Fahrräder sind alle wasserscheu. Aber wenn das Fahrrad so dreckig ist wie dieses, dann brauchen wir Wasser und vielleicht auch das ein oder andere Reinigungsmittel. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an. Als allererstes lese ich mir erstmal durch, wie das wirklich geht, beziehungsweise wie so ein Reinigungsmittelhersteller das erklären würde. Und der sagt, groben Schmutz mit reichlich Wasser abspülen. So, reichlich Wasser habe ich hier. Ich habe hier auch eine Bürste. So würde ich das auch erstmal machen. Als zweiten Schritt habe ich dann hier stehen, Rahmen und alle Teile mit Tune-Up Sports Intensivreiniger einsprühen und mindestens... Was macht er? Ja, das... Mindestens... Mindestens 5 Minuten einwirken lassen. Geil, dann haben wir noch Zeit für einen Kaffee. Oh. Jo. Reichlich Wasser, haben die ja gesagt, ne? Oder steht da drauf. So, erstmal den ganzen Dreck hier entfernen. Ich soll ja reichlich Wasser nehmen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, meine Räder sind alle wasserscheu. Aber was mir da als allererstes einfällt, ich mache noch eben die Tasche ab und ich nehme noch den Akku aus meinem Schaltwerk. So. So. So, hier einmal die Schutzkappe, das Akku, zack, stecke ich in die Hosentasche. Ich hoffe, der Kameramann merkt sich das, wo ich die Sachen lasse, weil meistens finde ich die dann nicht wieder, das wäre dann blöd, dann kann ich nicht schalten. So, und eine Schutzkappe drauf. So, ist schon mal ganz wichtig, das Rücklicht nehme ich auch noch ab. Was mich gerade richtig freut, was ich auch schon fast vergessen habe, sogar auf dem Unterrohr hier steht Stevens, hat man gar nicht mehr gesehen. Ich muss aufpassen, dass ich mich selbst nicht so einsau. Ich habe ja gleich noch einen Termin. Das ist ja auch doof. Ja, ich habe das Fahrrad jetzt komplett mit Wasser, wie steht das hier, mit reichlich Wasser abgespült. Als nächstes sprühe ich das mit dem Reiniger ein, lasse das 5 Minuten einwirken und danach, was kommt als nächstes? Ja, was wichtig ist, auf jeden Fall den Reiniger nicht eintrocknen lassen und anschließend das Fahrrad nochmal mit Wasser abspülen, also mit sauberem Wasser. Ich hole mir dann nochmal neues. Ja, krieg ich eine neue Kamera, ne? Kommt nix. Ah, das ist gut. Und der meiste Dreck ist eh schon weg. Ja, ich habe das Rad jetzt eingesprüht. Ich habe das jetzt einfach mal 5 Minuten einwirken lassen. Und im nächsten Schritt kann ich es jetzt einfach mit Wasser wieder abspülen. Kann man mit dem Wasserschlauch machen, wobei ich habe das ja vorhin gesagt, meine Fahrräder sind alle wasserscheu. Ich würde es auch keinem empfehlen. Ich würde einfach so wie hier Putzeimer, Putzbürste, wirklich schön nass und dann ja, abspülen. So, ich nehme noch mal die Kettenreinigungsbürste und lasse da einfach mal die Kette durchlaufen. Das Schaltwerk, dann sieht das nachher auch wieder gut aus. Also wenn ich das Ritzelpaket richtig reinigen würde, dann würde ich das Hinterrad ausbauen, die Kassette abziehen. Genauso ist das auch die Kurbel. Das geht, aber das jetzt hier im Video zu machen, ich glaube, das wollen wir beide nicht. Ja, Moment mal, aber wieso machst du das denn nicht? Ich meine, das ist doch das, was die Leute sehen wollen mit der Kassette. Ich muss jetzt zum Friseur, ich habe keine Zeit. Was? Und, ja, ich bin gleich wieder da. Keine Sorge. So, darf ich dein Fahrrad mitnehmen? Ja, ich muss auch noch meinen Helm holen und so weiter. Ich bin gleich wieder da. Ja, was soll ich jetzt machen? Du, dir fällt schon was ein. Ich muss... Ja. So, kann weitergehen. Ja, super. Wo ist mein Fahrrad? Ja, weiß ich auch nicht. Du, müssen wir gucken. Ich bin jetzt mit dem Auto gefahren. Ein Fahrrad steht in der Firma. Ja, weiter geht's. Haare sind ab und ja, jetzt ist das doch alles getrocknet. Aber ich finde, das sieht gut aus.
Ich wische das gleich einmal mit diesem Lappen ab und dann habe ich eigentlich vor, den Rahmen noch zu imprägnieren. Sprühe das einfach mal drauf. Was du auf jeden Fall beachten musst, ist, wenn du deine Gabel oder ja genau deine Gabel sauber machst beziehungsweise mit der Rahmenpflege einsprühst, dass du nichts auf die Scheibenbremse bekommst. Und ich mache das dann immer so, ich sprühe das ins Tuch und dann wische ich die Gabel ab beziehungsweise poliere die Gabel. Diese Rahmenpflege, das ist nicht nur weil es Rahmenpflege heißt, heißt es ja nicht, dass man die Felge damit nicht machen kann. Und gerade so mattschwarze Teile, die werden dann noch mal ein bisschen tiefer schwarz, je nachdem, wenn man das mag. Ich mag das besonders gerne. Darf das mattschwarz auch etwas tiefer schwarz sein. Ja. Und wenn ich Carbonfelgen habe? Auch geht für alle Untergründe, nur nicht auf die Bremse sprühen. Das ist dann immer so ein bisschen doof, quietscht und bremst nicht so gut. Wir haben hier noch Multifunktionsöl. Das kann man an alle Ecken und Kanten ranmachen, wo du mit dem Lappen oder mit dem Pflegemittel nicht hinkommst, beziehungsweise um das trocken zu machen. Das verdrängt Wasser und schützt vor Korrosion. Und dann habe ich hier noch ein Kettenöl. Das ist zum Tröpfeln. Ich habe die Kette jetzt ja nicht gereinigt. Ich würde aber, das ist das Mindeste, was ich machen kann. Das würde ich einmal auftragen und dann fährt das bei der nächsten Tour auch wieder ganz geschmeidig. Ich mache das immer von innen in die Kette. Einfach so einmal durchlaufen lassen. Aber normalerweise brauchst du da wirklich nur ganz wenig. Ist total sparsam. Ja, verteilen tut sich's von selbst. Ein bisschen trocknen lassen, also ruhig eine Stunde jetzt stehen lassen vor der nächsten Fahrt. Alles, was überschüssig ist, vielleicht noch eben einmal abwischen mit einem ganz normalen Lappen. Mir fällt gerade ein, ich habe gerade gesagt, eine Stunde warten, bevor du losfährst. Aber von mir aus kannst du auch sofort losfahren. Du machst das nur, damit das Kettenöl, wenn du es frisch aufgetragen hast, nicht überall hinfliegt. Also du hast das dann am Reifen, auf der Felge, wirklich überall. Und das würdest du verhindern, wenn du eine Stunde wartest und alles, was überschüssig ist, vorher entfernst. Gerade habe ich ja schon ganz kurz dieses Multiöl angesprochen, das verdrängt Wasser. Jetzt nach dem Reinigen hat es jetzt eine Zeit lang auch hier draußen gestanden, ist abgetrocknet. Aber um dein Rad langfristig zu schützen, kannst du es wirklich so in die Ecken, da wo normalerweise sich Wasser sammelt, hinsprühen. Dann wird das auch regelmäßig verdrängt und es schützt dein Fahrrad vor Korrosion. Auch so Vorbauschrauben, so hier oben, diese kleinen Schrauben, da kannst du überall wirklich so ein ganz kleines bisschen reinsprühen. Weil da sammelt sich immer gerne Wasser und dann hast du da auch ganz schnell diese braunen Rostflecken, im blödesten Fall. Wichtig, auch hier, nicht die Bremse ölen. Das ist immer ein Punkt, da würde ich immer ein bisschen was dran machen. Auch hier ist so eine schöne Schraube, die rostet bestimmt auch gerne. Ja, für die nächste Fahrt putze ich wahrscheinlich noch die Stellen, die ich gerade noch so entdeckt habe. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen hoch da, abonnier den Kanal und bis zum nächsten Video.